Hallo und herzlich willkommen zu einem Unwetterspezial für den Mittwoch. Am Mittwoch wird nochmal richtig sehr warme bis heiße Luft herangeweht. Wir sehen das Höchstwerte teilweise auf der Karte bis zu 33 Grad. Aber im äußersten Nordwesten, da lauert eben schon eine Kaltfront. Die liegt hier schon etwa so im Bereich der Nordsee. Möglicherweise aber auch schon mit dichten Wolkenfeldern rein bis nach Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Also es könnte durchaus sein, dass wir hier die Höchstwerte gar nicht mehr erreichen. Wenn eben, wie es ja schon vorgekommen ist, auch mal in den letzten Wochen, wenn eine Kaltfront reinkam, dass sie schon recht früh dichtere Wolkenfelder liegen, vielleicht auch schon mit ersten Schauern und Gewittern. Dann werden sich aber im Laufe des Nachmittags vom Westen her vermehrt teilweise eben auch kräftige Gewitter mit Unwettergefahr bilden, die dann in Richtung späterer Nachmittag, Abend und in der Nacht weiter nach Osten durchziehen werden. Ich habe hier mal eine Karte vorbereitet und da sehen wir in etwa die Gebiete, die nach jetzigem Stand der Wettermodelle am meisten gefährdet sind, dass sich hier eben unwetterartige Gewitter bilden. Das heißt hier eben dann auch mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und vielleicht auch mal eben schweren Sturmböen, so um 100 Kilometer pro Stunde. Die werden sich dann, ich habe ja auch eingezeichnet, nachmittags im Westen wahrscheinlich bilden, späterer Nachmittag und dann weiterziehen Richtung Abend, Richtung Landesmitte, aber auch so in den Südwesten, ja, und in der Nacht dann weiter nach Osten. Wie viel dann hier von der Gewitteraktivität aber noch überbleibt, das ist dann wirklich fraglich. Möglicherweise kommen hier dann weiter Richtung Osten und Südosten dann auch nur noch Reste an. Im äußersten Nordwesten nochmal die Fragezeichen, ist im Grunde die Problematik, die ich am Anfang auch schon erläutert habe, dass hier möglicherweise schon recht früh dann eben Wolkenfelder reinziehen, die eben dann auch ja den Aufbau der Energie sozusagen verhindern, wie wir es ja auch schon in den letzten Wochen bei Gewitterlagen hatten, dass hier möglicherweise dann gar nicht mehr so viel passiert. Gewitter sind hier auch möglich, aber eben dann unter Umständen nicht mehr die größte Unwettergefahr so im äußersten Nordwesten. Ein ganz kurzer Blick noch eben auf den Donnerstag, da wird sich dann die Kaltfront weiter nach Osten verlagern. Unwettergefahr dann vor allem noch so im Süden und Südosten von Bayern wahrscheinlich. Hier könnte noch mal die Sonne tagsüber längere Zeit scheinen, dass hier nochmal sich richtig Energie aufbaut und dann mit der Kaltfront, mit einer Gewitterfront, dann nochmal hier eben richtig kräftig was durchziehen wird. Auch so im Osten, nach Südosten, Osten hin besteht dann eben noch Gewittergefahr. Ansonsten aber weiter in den weiten Landesteilen, weiter nach Westen und Nordwesten, da wird dann am Donnerstag nichts mehr passieren. Hier wird es dann natürlich auch deutlich kühler. Dann wünsche ich eine schöne Restwoche, sage dann bis zum nächsten Video und ciao.